Letzte Besprechung mit dem Einsatzleiter im Camp Castor in Gao, mitten in Mali. Der deutsche Aufklärungstrupp ist Teil der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA. Er wird gleich die schützenden Mauern des Lagers verlassen. In einem der Einsätze, die wohl zu den gefährlichsten der Bundeswehr zählen. Hier auf den Hauptverbindungsstraßen ist die Bedrohung durch islamistische Anschläge besonders groß. Gerade jetzt soll Präsenz gezeigt werden. Vor Weihnachten steigt die Zahl der Patrouillen nochmal an. Der Hauptfeldwebel leitet den Einsatz. Seinen Namen möchte er, wie viele Kameraden, nicht nennen. Wir haben jetzt angehalten hier beim Beobachtungspunkt vor Tibok, um hier erstmal die Sicherung örtlich zu beziehen, nochmal die Fahrzeuge zu kontrollieren und machen jetzt eine Gefechtsaufklärung mit einer Drohne. Vor Ort wird die kleine Drohne aus dem Koffer präpariert. Gleichzeitig geht bei Gao eine Heron an den Start, die größte Aufklärungsdrohne der Bundeswehr. Im Gefechtsstand wird die Drohne per Joystick und Computermaus gelenkt. Alle Informationen gehen an die UN-Mission, die danach ihre Einsätze ausrichtet. Das Ziel? Den Einsatz der eigenen UN-Truppen absichern und den Maliern Sicherheit geben. Das klappt immer weniger. Allein in diesem Jahr starben schon wieder fast 2000 Zivilisten in dem Konflikt. Eine Jugend ohne Arbeit, ein schwacher Staat, korrupte Eliten, das gibt Islamisten Zulauf. Aber auch der Konflikt selbst hat sich verselbstständigt und ganze Volksgruppen gegeneinander aufgebracht. Kein Wunder, dass die ausländischen Truppen umstritten sind, auch wenn die Deutschen noch verhältnismäßig gut wegkommen. Diese Soldaten sind besser als andere. Sie mischen sich nicht in unsere Angelegenheiten ein. Wenn sie kommen, begrüßen sie uns, bleiben eine Weile und gehen dann wieder, ohne uns zu demütigen wie einige andere. Das Ansehen der internationalen Truppen hat sich über die letzten Monate und Jahre verschlechtert. Deutsche und Malier Seite an Seite. Das Bild lässt auf ein Vertrauen schließen, das nicht immer da ist. Auch wenn die Deutschen bei der Ausbildung der malischen Armee helfen und die Ziele nach wie vor hoch gesteckt sind. Die Hilfe und Unterstützung kann eine gute Voraussetzung sein, dass die malische Regierung befähigt wird, selber einen Weg in eine friedliche und prosperierende Zukunft zu gehen. Nach dem Einsatz, Feldwebel Jan verteilt mit seiner Kameradin Schokoladenweihnachtsmänner und kleine Geschenkpäckchen. Spekulatius und Christstollen, ein bisschen Weihnachtsgefühl muss sein. Mein größter Wunsch für Weihnachten ist, dass wir hier alle friedlich und schön zusammen Weihnachten feiern und dass alle meine Jungs gesund und munter wieder zurück nach Deutschland kommen.